Erstmal zur Einführung. Mir geht es bei meinem Vortrag um ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Bei diesem ganzen, wir müssen irgendwie die Welt verbessern und so. Da ist immer im Hintergrund so ein Denken über die Menschen, die das dann eigentlich betrifft. Also wir wollen eigentlich was verbessern für Menschen und wir haben bestimmte Vorstellungen von denen, bestimmte Bewertungen und oft auch bestimmte Erwartungen, wie die sich dann bei unseren implementierten Verbesserungen verhalten sollen. Und ich glaube halt, dass wir dieses Bild, das wir von den Menschen haben, oft gar nicht so viel reflektieren oder da auch in ganz große Widersprüche geraten, wenn wir das eben nicht tun. Und deshalb habe ich mir eben diesen Vortrag ausgedacht. Da geht's, genau, als erstes möchte ich ein bisschen mit euch über das Menschenbild sprechen, das ihr habt, das wir haben, das vielleicht die Piraten haben oder auch andere politische Akteure. Als nächstes möchte ich ein bisschen auf soziologische Konzepte eingehen, die ein bisschen die Unterschiede in der Gesellschaft erklären, also wie diese Unterschiede entstehen, weil das, glaube ich, relevant ist dafür, wie man eben, was man sich für ein Bild von den Menschen macht, wie die, ja, wie halt die in die unterschiedlichen sozialen Lagen kommen und wie wir es dann auch verändern wollen. Genau, und dann habe ich ein bisschen als Beispiel genommen das Thema Arbeit, weil das in unserer Gesellschaft ja eine große Rolle spielt und gerade sehr von Umbrüchen betroffen ist, was ja auch die BGE-Diskussion zeigt. Also, dass wir einfach unsere Arbeitswelt sich sehr stark verändert und wir ja auch Vorschläge machen, wie wir das verändern können. Und genau, dass wir das noch ein bisschen einbeziehen. Genau, und als letztes dann, dass wir darüber diskutieren, was ihr davon haltet, wie wir vielleicht, was für ein Menschenbild wir überhaupt haben und wie wir das vielleicht auch mal überdenken müssen oder ob das zu unseren politischen Konzepten überhaupt passt. Schön, dass noch mehr Leute kommen. Jetzt bin ich zu weit. Wo ist da? Genau. Also als erstes möchte ich euch einladen, einfach mal zu überlegen, was für ein Menschenbild ihr habt. Also was habt ihr für Annahmen über diesen Menschen, für den ihr Politik machen wollt? Vielleicht einfach, ihr könnt reinrufen und ich kann es dann wiederholen für den Stream. Ich habe ein paar Assoziationen aufgeschrieben, was halt oft in Diskussionen auftaucht. Ihr könnt auch dazu was sagen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Hat jemand dazu Ideen, was für unser Menschenbild bestimmend ist oder für euer persönliches oder in der Politik, die Hartz IV und solche Sachen macht, was für Annahmen da über Menschen dahinter stecken? Genau, also dass Menschen faul sind und irgendwelche Anreize brauchen oder Strafen oder sowas, damit sie was tun. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade auch politisch im Kopf habe, ist, dass jeder Mensch in gewisser Weise selbstbestimmt zumindest sein möchte, also möglichst viel in seinem Leben selber verwalten und wie auch immer möchte. Okay, jeder Mensch möchte selbstbestimmt sein. Ist das so dein Idealbild oder meinst du, dass das heutzutage in der Politik ein verbreitetes Menschenbild ist? Oder? Ich hoffe einfach mal, dass meine Annahme da zum Beispiel, dass es jeder sein möchte. Das ist daran. Also das ist jetzt dein persönliches Bild, was du von den Menschen hast. Okay. Ja, Knut? Okay, also den Mensch in einem Spannungsbogen zwischen Gut und Böse habe ich jetzt für den Stream wiederholt. Ich sehe gerade, es wird ein Mikrofon gebracht. Das wenn das jetzt mir wird als Stichworte, dann machen wir das mal bitte mit Mikrofon. Okay, gut. Ja.
die allermeisten Menschen möchten sich in irgendeiner Art und Weise selbst verwirklichen. Wie auch immer das dann genau aussehen mag, das passt sehr gut zu dem Punkt da vorne. Wobei das oftmals nicht mal selbstbestimmt sein kann. Eine Selbstverwirklichung kann ja auch wiederum sein, sich irgendetwas unterzuordnen, was durchaus ja auch als Bedürfnis ein Lebensmodell sein kann, sich in einer Partnerschaft, aber auch in einer wie auch immer gearteten sozialen oder Gruppe unterzuordnen. Was dazu kommt und was zumindest lebensbestimmt irgendwo sind äußere Zwänge, die ja im Zweifel gerade bei euch Piraten sehr minimiert werden sollen. Nichtsdestotrotz können die auch durchaus, also Menschen machen nichts ohne eine gewisse Form von Zwänge oder sind manchmal sogar glücklich darüber, dass es manchmal Punkte gibt, wo sie erstmal einen Zwang haben, den sie allerdings als Chance nutzen. Das ist letztlich etwas, was von außen kommt. Okay, danke. Möchte noch jemand was zum Menschenbild? Also ich habe immer... Sun? Okay, ich habe immer so ein bisschen so die Vorstellung, dass eigentlich die grundsätzliche Motivation von Menschen immer irgendeine Art von Bedürfnisbefriedigung ist, die aber auf verschiedenen Ebenen sich abspielt. Also sobald unsere Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen gedeckt sind, kann halt darüber auf einer sozialen Ebene können Bedürfnisse entstehen und irgendwie auf einer Ebene sich irgendwie politisch zu engagieren wollen. Und je nachdem, wie viel man einen Rahmen schafft, um Grundbedürfnisse zu decken, kommt dann ein Antrieb auf einer höheren Ebene. Zumindest ist das so meine romantische Menschenbildsvorstellung. Ja, da gibt es auch dieses Modell der Bedürfnispyramide, das im Prinzip sagt. Da ist noch... Also für mich ist vor allem eigentlich auch, mir fällt auf, dass ich eigentlich dieses Menschenbild, das ich habe, allen Menschen eigentlich appliziere und mir fällt auf, dass viele Leute ein Menschenbild haben, aber dann ein anderes für Jugendliche und ein anderes für Ausländer und ein anderes für so und diesen Menschen dann nicht das gleiche zutrauen als ja, den Gleichaltrigen oder wie auch immer und ja, das ist für mich... Ja, stimmt, das ist dieses Menschenbild, was irgendwie so, wo man denkt, dieses typische Beispiel aus einer Umfrage zum BGE, wo die Leute sagen, ja, ich würde natürlich weiterarbeiten, wenn es ein BGE geben würde, aber die anderen würden bestimmt dann nicht mehr arbeiten wollen. Also diese Differenz von den Annahmen über einen selber oder die eigene Gruppe und über andere Gruppen. Okay, noch was zum Thema? Möchtest du was sagen? Ja, okay. Wir sollten uns vielleicht von der Idee verabschieden, Menschen sind so oder so. Wir haben hier nur in diesem Land etwa 82 Millionen Menschen und die sind alle ziemlich unterschiedlich. Und manche sind so und sind faul und legen sich nur in die Hängematte und andere sind wieder sehr fleißig. Und dann gibt es die ganze Bandbreite dazwischen und das sollte man einfach berücksichtigen, wenn man Politik machen möchte. Von einem ganz bestimmten Menschenbild auszugehen, geht eigentlich immer ziemlich schief. Danke für den Einwand, damit habe ich auch gerechnet. Also es ist natürlich so, dass wir unterschiedlich sind, das ist ja ganz klar. Und trotzdem gibt es ja bestimmte Sachen, die halt auf die Mehrheit der Menschen zutreffen. Und an irgendwas müssen wir die Politik ja auch orientieren. Wenn wir jetzt Regeln machen, die keinen Menschen betreffen, dann laufen die ja völlig ins Leere und wir können nichts verändern. Von daher brauchen wir irgendwelche Annahmen über den Menschen und sind ja offensichtlich, liegen ja dem Modell von BGE-Annahmen zugrunde, wahrscheinlich andere als dem Modell von Hartz IV. Und deshalb möchte ich ja vorschlagen, dass wir das eben ein bisschen reflektieren. Genau, dann würde ich mal... Knut, möchte noch was? Okay. Also klar. Ein Aspekt, der da gerade auch rauskam, also ich denke, ja, wir müssen anerkennen, dass wir irgendwie alle Individuen sind und trotzdem finde ich,
müssen wir uns Gedanken machen über diese doch sehr große Diskrepanz zwischen Fremdbild und Selbstbild. Also es gibt in der Kommunikationswissenschaft diesen sogenannten Third-Person-Effekt. Das kommt vor allen Dingen aus der Werbeforschung, dass die Leute denken, Werbebotschaften wirken bei anderen, aber nicht bei einem selbst und so weiter. Und diesen Aspekt, also genauso funktioniert das, denke ich, auch mit Outgroups, dass man sagt, gerade wenn es um Pessimismus geht gegenüber Menschen, also so dieses Menschen sind egoistisch und bedingungsloses Grundeinkommen kann nicht funktionieren, weil die Menschen zu schlecht sind, dass man da häufiger den Rückschluss auf sich selbst ziehen sollte und eben, wenn man zu dem Schluss kommt, ich selbst könnte unter solchen Bedingungen produktiv sein, dass man das dann vielleicht auch auf andere Menschen überträgt. Ich wollte ganz kurz noch anmerken, dass ich nicht glaube, dass Menschen immer so sind, also nicht kontinuierlich sind, sondern dass Menschen auch sprunghaft sind, sich ändern können und auch, ich sag mal, fluktuieren. Ja, sicherlich. Okay, im Hinblick auf das BGE und was dort oben steht, kann ich gleich vielleicht kurz einen Input geben. Von der Erfahrung, die ich im Wahlkampf gemacht habe, da ist nämlich in dieser sogenannten Elefantenrunde in Mönchengladbach hat mich Frau Kraft sehr scharf angegriffen, weil das BGE-Thema war. Der Arbeitsbegriff steht bei den Sozialdemokraten ganz hoch im Kurs als ein Begriff, der dem Menschen Selbstwert vermittelt. Und BGE war an der Stelle irgendwie, da müssen wir mal über das Menschenbild diskutieren, Herr Paul, hat sie zu mir gesagt. Und nur hat BGE natürlich mit Profitrate weltweit und so noch einen äußeren, noch einen wirtschaftlichen Aspekt. Und der Homo economicus hier, der da steht, da gibt es ja mittlerweile eine Reihe von Volkswirten, die den Homo economicus als einen Autisten begreift, der nur ein Fünftel dessen tut, was ein Mensch in seinem ganzen Leben tut. Es gibt einen Verein, Postautistische Ökonomie e.V., das ist wahr, das sind namhafte Wissenschaftler, Wolfram Elsner in Bremen ist dabei, der sich mittlerweile wieder umbenannt hat, weil der Autistenverband protestiert hat. Also Stichwort Selbstbild, Fremdbild, es ist ganz großartig, was da läuft. Und was mich auch eigentlich freut, ist, dass die Piratenpartei es offensichtlich geschafft hat, dass wir heute wieder aktiv eine Diskussion über das Menschenbild führen. Die hat nämlich 30 Jahre lang stillgelegen. Und in dem Zusammenhang, Schlusssatz, wäre mir noch wichtig, dass wir diesen Arbeitsbegriff mal unter die Lupe nehmen und auch dekonstruieren und zerlegen, weil der so alt ist der nämlich noch gar nicht. Im Mittelalter sah das ganz anders aus. Da war Muße noch etwas, was jedem tatsächlich auch zustand, was wir ja auch wieder im Parteiprogramm haben. Ende des Statements. Ich glaube, du bist später gekommen. Ich hatte in meiner Gliederung auch, dass wir am Ende noch auf Arbeit kommen. genau. Jetzt möchte ich zu dem bisschen theoretischen Teil kommen. Also diejenigen, die irgendwas mit Soziologie studiert haben oder so, die wissen das dann schon. genau, also haben wir gerade schon das angeschnitten, dass Menschen unterschiedlich sind. Und ein gewisser Herr Bourdieu hat darüber einige Studien gemacht und wie die Menschen denn zu diesen Unterschieden kommen, also wie sie so werden, wie sie sind. Und nicht nur individuell, psychologisch, sondern wie sie auch in ihrem gesellschaftlichen Kontext so werden, also wie diese Unterschiede systematisch nach sozialen Gruppen feststellbar sind. Und der hat da diesen Begriff des Habitus verwendet, dass nämlich Menschen durch ihre Sozialisation diesen Habitus entwickeln. Da habe ich jetzt hier nur hingeschrieben, dass man den unterteilen kann in Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster. Ich wollte euch nicht mit zu viel Text hier überfordern. Also es geht darum, dass das, was der Mensch persönlich, zum Beispiel der persönliche Geschmack, der Kleidungsstil, das Verhältnis zum Körper, das ganze Verhalten in sozialen Situationen, wie man Beziehungen gestaltet und so weiter, dass das halt alles sich in der sozialen Gruppe so entwickelt, dass man da eben Unterschiede sehen kann zwischen den sozialen Gruppen. Also zum Beispiel jemand, der jetzt in einer sehr wohlhabenden Familie aufwächst und für den bestimmte Sachen zum Alltag gehören, in einem schicken Restaurant essen, für den wird das so selbstverständlich sein, dass er sich da immer ganz lässig bewegen kann. Und jemand, der erst als Erwachsener in diese Situation kommt,
der wird dort immer auffallen. Auch wenn er das ganz genau studiert, wie man sich dort verhält, werden andere das immer sehen, dass der nicht zu ihnen gehört, dass der nicht den Stallgeruch hat. Genauso wie Menschen, die eben bildungsbeflissen sagen, sie wollen jetzt auch mal in die Oper gehen oder ins Museum und das eben nicht von Haus aus schon immer gemacht haben, werden dort vielleicht auch dadurch auffallen, dass sie besonders sich anstrengen, interessiert zu sein. Genau, also dieser Habitus ist auch relativ stabil. Der lässt sich eben kaum eigentlich im Laufe des Lebens noch massiv verändern. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen der Anfang von der Erklärung, warum es in der Gesellschaft unterschiedliche Gruppen gibt und wie sich auch die Gesellschaft, also die Ungleichheit, reproduziert. Da gibt es heutzutage eine Menge spannender Studien, da komme ich am Ende noch ein bisschen drauf, also die halt wirklich davon handeln, wie diese Gruppen zusammengesetzt sind, weil es ja heute ziemlich komplex geworden ist. Früher hatte man dazu diese Klassentheorien und früher war es ja auch einfach so, dass es größere Gruppen von Menschen gab, die ziemlich ähnliche Lebensbedingungen hatten. Dann gab es die Schichttheorien, die immer noch so hierarchisch waren, nach beruflichem Status, Macht, Einfluss, Einkommen, Vermögen und so weiter. Und heute wird das einfach der Gesellschaft nicht mehr gerecht, weil Menschen, die in der gleichen Einkommensgruppe sind, ganz unterschiedliche Lebensstile haben können. Es haben zum Beispiel auch mehr Leute höhere Schulabschlüsse, was wiederum natürlich zu einer Abwertung dieser Abschlüsse geführt hat. Deshalb macht man heute Milieustudien, die eben nicht nur die vertikale, sondern auch die horizontale Ungleichheit beleuchten oder die Unterschiede einfach. Genau, und bevor ich jetzt zu den Milieustudien komme, möchte ich noch kurz ein bisschen erklären, wie der Bourdieu sich das mit diesem Schichtsystem so vorgestellt hat. Ich finde, das ist auch ein bisschen sowas wie in Computerspielen so, wo man erstmal irgendwie so Fähigkeiten erwerben muss und oder Waffen oder Geld, was auch immer. Da hat er nämlich diese verschiedenen Kapitalsorten benannt. Da gibt es zum einen das ökonomische Kapital, das ist selbsterklärend. Dann kulturelles Kapital, das ist Bildung, also man setzt Zeit ein und dafür kriegt man Bildung. Manchmal muss man auch Geld einsetzen. Und dann das soziale Kapital, also was man einfach für Leute kennt, was man für Beziehungen hat, die einen unterstützen können. Und diese drei Kapitalsorten, die verstärken sich eben gegenseitig. Also wenn man Geld hat, kann man Nachhilfe bezahlen, einfaches Beispiel. Wenn man eine gute Ausbildung hat, kann man einen besseren Job erreichen. Dann kann man auch mehr Beziehungen knüpfen, weil dann kann man viel mehr in der Freizeit machen, wo man Leute kennenlernt oder eben die Kontakte aufrechterhält, Leute einladen und so weiter. Man kriegt dadurch vielleicht noch einen besseren Job und so weiter. Also es ist ein bisschen so eine schematisierte Sichtweise, die helfen kann, das zu analysieren. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal kurz überlegen, wie das bei euch ist, welches Kapital ihr jetzt vielleicht viel habt oder nicht, oder ob das ungefähr gleich ist. Vielleicht will auch irgendjemand so ein bisschen angeben, sagen, ich habe hier ganz viel, ich habe ganz viel kulturelles Kapital, ich bin Professor oder so, oder ich habe, keine Ahnung, ein dickes Auto vor der Tür, oder ich habe von allem ganz viel, ich kenne den und den. Genau, also das ist einfach so eine Sichtweise, wie man das ein bisschen analysieren kann, wie eben dieser soziale Aufstieg funktioniert. Ich habe in meiner Diplomarbeit mich mit benachteiligten Eltern von Säuglingen beschäftigt. Da habe ich festgestellt, dass meistens alleinerziehende Mütter benachteiligt sind. Offensichtlich haben die eben schon weniger soziales Kapital, weil sie alleinerziehend sind, und dann meistens haben sie auch, also diejenigen, die besonders benachteiligt sind, dann wenig Unterstützung durch andere Menschen, durch ihre eigenen Eltern zum Beispiel, haben auch wenig Geld, weil sie oft eben keine Ausbildung haben, und dann haben sie natürlich auch in dem Moment nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Also es ist jetzt so ein Beispiel, wie man einfach diese Faktoren anwenden kann. Genau. Also es ist einfach so, dass diese
das sind jetzt drei von den Kapitalsorten, die am meisten Einfluss haben, die sich einfach gegenseitig verstärken und dazu führen, dass jemand schnell die soziale Leiter hochklettern kann und jemand anders nicht. Und das auch relativ stabil bleibt, die Situation. Und diese vertikale Ungleichheit ist immer noch von großer Bedeutung, obwohl ich vorher gesagt habe, dass die Lebensstile sich auch verändern. Aber es ist ja immer noch so, dass dass die soziale Ungleichheit, also finanziell einfach wächst, dass die Arbeitsverhältnisse prekärer werden im unteren Bereich und die Arbeitslosigkeit auch nicht so ganz weggeht. Genau, jetzt kommen wir zur zweiten Achse. Also es hat ja schon immer so ein bisschen Unterschiede gegeben, jetzt eine Oberschicht, wo es ein Bildungsbürgertum und ein Wirtschaftsbürgertum gegeben hat zum Beispiel. Die einen haben dann mehr ökonomisches, die anderen mehr kulturelles Kapital. Und heute sind es einfach noch viel mehr Gruppen, die sich auf den verschiedenen Ebenen tummeln. Die nennt man dann Milieus. Also da gibt es dann einmal die Achse von oben nach unten, das ist klar. Und von rechts nach links, so von traditionell bis modern, kann man vereinfacht sagen. Genau, diese Milieus werden induktiv gebildet, das heißt, man befragt ganz, ganz viele Menschen und dann guckt man, welche Gemeinsamkeiten die haben und bildet daraus Gruppen. Und danach hat man diese Gruppen festgelegt und dann befragt man wieder Menschen und sortiert die da ein. Das zum Beispiel in der Marktforschung. Also dieses Modell wird viel in der Marktforschung benutzt. Das, was ich jetzt davon vorstelle, ist auch von einem privaten Forschungsinstitut, vom Sinus-Institut. Da seht ihr gerade ein relativ aktuelles Modell. Ich wollte noch die Beschreibung mitbringen, habe ich vergessen. Ihr könnt ja mal irgendwie, wenn jemand möchte, irgendwie eins von den Dingern sich raussuchen und ich kann, falls mir dazu was einfällt, das ein bisschen sagen, was das... Also ich fand zum Beispiel relativ spannend dieses, das ist ziemlich neu, dieses expeditive Milieu, was ganz viel auch mit Internet zu tun hat. Also was wahrscheinlich viele Piraten umfassen würde. Okay. Ja, also es steht im Prinzip immer der Name vom Milieu da, konservativ etabliertes Milieu, 10% der Bevölkerung, eben 2010. Und dann traditionelles Milieu darunter, das sind halt ältere Leute so, die, traditionell sagt es eigentlich schon, viel zum Beispiel Rentner, verwitwete Frauen, dann die bürgerliche Mitte, 14%, darunter das prekäre Milieu, eben die prekären Arbeitsverhältnisse, die ich schon angesprochen habe. Daneben rechts das hedonistische Milieu, was sich auch ein bisschen nach oben zieht. 15%. Darüber das adaptiv-pragmatische Milieu. Ich habe es leider jetzt nicht so ganz im Kopf. Ich habe mir die Beschreibung rausgesucht, ich habe es vergessen auszudrucken. Vielleicht könnte das jemand googeln. Ja, genau. Also wenn ihr möchtet, kann das jemand googeln, dann kann er eine Beschreibung. Genau, dieses sozial-ökologische Milieu, das klang wie eine Beschreibung von den Grünen irgendwie so, eher ein bisschen Ende 40 oder über 50 oder so. Und eben, ja, ihr kennt ja die Grünen. Ja, also tut mir leid, ich wollte die eigentlich ausdrucken, ich habe das vergessen. Es geht jetzt ja eigentlich auch nicht mir um die Details von den Milieus, sondern einfach sich bewusst zu machen, dass es in der Gesellschaft immense Unterschiede gibt und dass es nicht nur die Gruppe und die Gruppe gibt und dass, wenn man so diskutiert, zum Beispiel auf Twitter, dann weiß man ja oft wenig über das Gegenüber. Und dann kann es halt auch mal, können auch mal die Funken sprühen, wenn das vielleicht jemand aus dem bürgerlichen Mitte ist und ein Workaholic ist und dann kommt eben jemand und sagt, ich mache jemand aus dem hedonistischen oder adaptiv-pragmatischen Milieu ist gerade auf dem Trip, nur das jetzt zählt und ich mache mir jetzt mein BGE selber und ja, kennt ihr ja.
Genau, und da bei diesen Studien kommt halt auch immer raus, dass sich die Werte total verändern, also viel vielfältiger werden, dass die gerade nach eben rechts dieses modernere Bereich, dass die Menschen halt nicht mehr so klar in bestimmten Kategorien die Werte haben, sondern das auch vermischen, so wie es halt pragmatisch ihnen gerade zusagt. Da habe ich hier auch ein Zitat aus einer Beschreibung. Besonders bunt ist der Wertecocktail in dem von Sinus neu entdeckten expeditiven Milieu. Hier ist man gleichzeitig pragmatisch und subkulturaffin, leistungsorientiert und partybegeistert, zielstrebig und gelassen. Genau, also da löst sich, glaube ich, ganz viel auf, was eben früher so festgelegt war, was jetzt richtig und falsch ist, was man wie macht. Oder zumindest, wenn man wusste, in welcher Partei jemand ist, dann war auch klar, was für Werte die Person hat. Und ich glaube, da verändert sich eben ganz viel gerade. Und was vielleicht dann auch manchmal zu unseren Empörungswellen führt. Weil ja auch, wenn man überlegt, was am Anfang kam, dieser Habitus, heute sieht man dann eben die Person nicht und die kommt vielleicht aus einem ganz anderen Kontext und hat einen ganz anderen Habitus und man sieht nur die Wörter auf Twitter und denkt sich, was ist mit dem los? Und da treffen halt wirklich Welten aufeinander. Genau, und jetzt frage ich mich natürlich, ob irgendwie irgendwer von denen recht hat oder ob irgendwas von denen richtiger ist oder ob wir irgendwie sagen, wir haben jetzt die Sichtweise und die wollen wir durchsetzen oder genau, weil mir ist eben aufgefallen, dass gerade an diesem Punkt Arbeit sich da ganz, also die Geister scheiden, ob man jetzt ganz dringend so viel Geld reinschaffen muss, wie man kann, oder ob man auch mal sagen kann, ich will das jetzt gerade nicht. Oder ja, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, was eigentlich auch Arbeit eben für die Gesellschaft so für einen Stellenwert hat, auch gerade im jetzt, wo die Arbeit offensichtlich weniger wird. Ja, da gab es 2009, ging das durch die Medien, vielleicht erinnert sich jemand, so eine Studie von britischen Forschern, die versucht haben, den gesellschaftlichen Wert von Arbeit zu messen und zu vergleichen in verschiedenen Berufen. Also die dann irgendwie Kriterien festgelegt haben und gesagt haben, okay, eine Reinigungskraft im Krankenhaus, die hat einen unglaublich hohen Wert für die Gesellschaft, weil die verhindert, dass sich Infektionskrankheiten ausbreiten und im Vergleich dazu wird die halt viel zu gering bezahlt. Genauso Menschen in der Kindererziehung, die halt zum einen dafür sorgen, dass ihre Eltern arbeiten können, weil sie freie Zeit haben, und zum anderen die Kinder fördern, die dann später auch wieder arbeiten können. Und ja, oder Menschen in der Abfallentsorgung, die Recycling betreiben und dadurch die Umwelt schonen und für Nachhaltigkeit sorgen. Halt alles Berufe, die eher schlecht bezahlt sind, aber eben für die Gesellschaft ganz wichtig sind, wenn man das so betrachtet. Und andersrum, ja, Berufe, die irgendwie, wenn da Banker eine Riesenbank an die Wand fahren, eigentlich großen gesellschaftlichen Schaden anrichten. Oder Beispiel Steuerberater, der ja eigentlich dafür sorgt, dass der Staat weniger Einnahmen hat, das haben sie auch sehr negativ bewertet. Genau, natürlich ist das jetzt also Definitionssache, was die dann vorher gesagt haben, was Nutzen für die Gesellschaft ist und was nicht. Aber ich fand das ganz interessant als Diskussionsanregung, sich halt mal zu überlegen, welchen Wert man überhaupt Berufen beimisst, gerade vor dem Hintergrund, dass sich eben die Arbeitswelt so stark verändert und wir ja auch für ein BGE eintreten und auch Menschen die Wahlfreiheit geben möchten. Und da kommt das, was eben Joachim Paul gerade auch gesagt hat, dass eben viele Teile der Gesellschaft dann noch sehr an diesem Bild von der Arbeit hängen, dass die einem Identität gibt, was ja auch so ist. Also es ist ja auch so, dass es für viele Menschen eine ganz hohe Bedeutung hat, welchen Beruf sie nachgehen, und es sichert das Einkommen und das, man hat dadurch einen bestimmten Status in der Gesellschaft und so. Also es hat ja ganz viele Aspekte, was die Arbeit für einen bedeutet. Genau, und das... Damit kommen wir dann jetzt zur Diskussion, wo ich gerne auch eure Meinung dazu hören möchte, was, wie wir das vielleicht in Zukunft gestalten wollen, dieses mit der Wertschätzung für Arbeit oder ja, was bei uns dahinter stecken soll.
Ich denke mir, als erstes hat Arbeit doch einen sehr individuellen Wert, weil es gibt demjenigen eine Aufgabe, damit er sozusagen in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide im Prinzip sich durch sein Einkommen gewisse Grundbedürfnisse leisten kann und aber auf der anderen Seite sich selber verwirklichen kann und auch Anerkennung finden kann. Gleichzeitig dient Arbeit als, ich sag mal, von außen erzwungene Tätigkeit, aber auch dazu, Menschen und Menschenmassen zu lenken, indem man nämlich mit einer geregelten, von außen geregelten Arbeit verhindert, dass diese Leute selbstständig denken. Ja, du hast erst gesagt, dass es ganz individuell ist, aber das, du hast ja danach auch gesagt, dass es ja ist, die Bedeutung kommt ja auch von der Gesellschaft. Also jemand, der jetzt einen hochangesehenen Beruf hat, der profitiert ja davon auch für sein Selbstwertgefühl und so weiter. Und jemand, der jetzt irgendwie Müllmann ist oder so, der wird ja wahrscheinlich auch schräg angeguckt. Also es ist einfach so, dass es auch in der Gesellschaft eine Wirkung hat, je nachdem, was man halt für einen Beruf hat. Ich glaube, das kannst du nicht nur auf die individuelle Ebene beschränken. Selbst wenn du selber zu Müllmännern nett bist, ist es einfach so, dass es gesellschaftlich unterschiedliches Ansehen von Berufen gibt. Darf ich direkt darauf antworten? Ich denke mir, das ist aber ein gesellschaftliches Problem, wie bestimmte Berufe gesellschaftlich gewertet werden. In dem Moment, wo du, ich sag mal, dein Müll noch nicht mal in die Tonne trägst, wirst du irgendwann merken, dass es in deiner Wohnung stinkt und dass du dich da nicht wohlfühlst. Wenn du keine Lust auf, ich sag mal, Müll selber runterbringen hast, wirst du vielleicht einen Mitbewohner haben, der das für dich erledigt. Aber ja, sorry. Natürlich, das ist, darum geht es mir ja, dass wir das diskutieren, diese Bewertung von Berufen. Also, wenn ich mich da nochmal zu Wort melden darf, Arbeit als identitätsstiftendes Element für das Individuum, das ist ja noch gar nicht lange so. Wir hatten mal eine Identität, die wurde gegeben durch Geburt und Besitz in der Feudalzeit. Die Leute hatten ihre Identität einfach dadurch, dass sie nicht arbeiteten. Und jetzt haben wir Maschinen, die einen Großteil der vor allen Dingen unbequemen Arbeit erledigen, was mit einer erheblichen Produktivitätssteigerung zu tun hat. Und ich würde in der Entwicklung eines Wertesystems für die Piratenpartei die Aufgabe darin sehen, zu sagen, du hast das Stichwort gerade selber gesagt, Maslow-Pyramide, dass wir das Grundrecht ein Level höher in der Pyramide legen und sagen, Recht auf sichere Existenz. Und damit bekommen wir wieder einen Freiraum, um was Neues zu schaffen, was zunächst mal nichts mit Arbeit zu tun haben muss. Wenn der Einzelne das so begreifen will, ist das sein Bier. Aber der oder diejenige, die die alte Oma pflegt oder in der Kita irgendwas macht oder man denke an die reichhaltige Ehrenamtskultur in Deutschland, dass im Prinzip Arbeit und wirtschaftliche Existenz miteinander verkoppelt wird, so dass wir gesellschaftlich immer erpressbar sind. Und ich denke, wir müssen davon wegkommen. Ja, ich wollte noch zu diesen Sinusmilieus was sagen. Und zwar, ich fand das gut. Das ist ja sehr marketingorientiert und für mich ist das so, dass es trotzdem Schubladen sind, in die Menschen gesteckt werden und meistens, wenn man sich diese anguckt, dass man nicht an Mobilität so sehr begrenzt sich vorstellt und es vielleicht interessanter wäre, aus unserer Sicht mehr an Situationen zu denken und ich weiß nicht, ob es da schon überhaupt irgendwelche Studien dazu gibt, wie man Menschen eher in verschiedenen Situationen bewerten kann für Arbeit, Beschäftigung oder einfach Wirken in der Welt. Weißt du da was? Weil das war mir zu starr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das verstanden habe, wie du das meinst. Was also, dass man den Menschen nicht unbedingt von seiner Herkunft oder seinem fleischlich sozialem Umfeld bewertet, sondern verschiedene Situationen, in der er sich bringt. Es kann zum Beispiel, ich komme aus einem eher bürgerlichen Milieu, habe aber mal mit einem Partner zusammengelebt, den ich eher so in dieses traditionelle oder kleinbürgerliche Milieu einordnen würde. Aber was mich jetzt nicht
zu dem gemacht hat, aber ich habe trotzdem stärker damit interagiert und das einfach für diese abgekanzelten Felder für mich einfach zu begrenzt sind, dass es immer mehr so ein Überschwappen gibt, gerade auch mit dem Netz, dass verschiedene Leute miteinander kommunizieren. Man hat einen Intellektuellen, der auch mal mit dem Arbeiter spricht, weil der Arbeiter irgendwann Lust hatte, Bücher zu lesen und Überlappungen. Ich kann es gleich mal raussuchen, diese Beschreibungen, aber es ist so, dass das schon auch da berücksichtigt wird. Also dass die Befragung ganz umfangreich ist zu den verschiedenen Lebensbereichen und dann es auch Gruppen da gibt, wo gesagt wird, dass die eben ziemlich mobil oder flexibel sind. Ja, aber man sieht zum Beispiel hier dieses expeditive Milieu oder diese liberal-intellektuelle Milieu, die würde ich zum Beispiel auch teilweise viel näher aneinander rücken. Und du hast nur diese kleinen Venn-Diagrammartigen Überschneidungen, aber dass welche, die sich gegenüberliegen, sich nie berühren können in dieser Grafik, da habe ich ein Problem damit, also weil das der Realität nicht ganz entspricht. Ja, das ist natürlich auch nur ein Modell. Klar, ein Modell kann nie völlig der Realität entsprechen und das wird ja auch deshalb die ganze Zeit erneuert, weil es eben dieses expeditive Milieu ist ja zum Beispiel neu dazugekommen, weil die neu entdeckt haben, dass es Leute gibt, die so stark diese Gemeinsamkeiten haben mit dem Internet und der Flexibilität und so, dass sie dafür eine neue Gruppe aufgemacht haben. Aber es ist natürlich marketingorientiert, weil es dafür überwiegend gemacht wird. Und da steckt halt auch wieder ein Menschenbild dahinter. Also es wird halt auch von der soziologischen Forschung, so universitären Forschung, ganz stark kritisiert, weil das einerseits sinnvoll ist, sowas zu erforschen und dieses auch benutzen zum Teil, aber andererseits sie halt nicht an die Daten rankommen und es ist schon ein Kritikpunkt. Ich möchte nochmal betonen, was Nick auch gesagt hatte. Wenn es um den gesellschaftlichen Wert von Arbeit geht, ist es ganz wichtig, finde ich, den Begriff von Arbeit ein bisschen freier zu betrachten. Aktuell ist für uns Arbeit das, wofür man Geld kriegt, sozusagen. Also man hat eine Anstellung und kriegt dafür Geld. Und ganz viel Arbeit, was wir dann als ehrenamtlich betiteln, wird für uns quasi gar nicht als Arbeit betrachtet. Und fällt somit dann unter den Tisch. So jemand, der irgendwie für zig Vereine unterwegs ist und da ganz viel macht, der kann trotzdem sozusagen arbeitslos sein in unserem Begriff. Und das halte ich für, ich sag mal, ein ganz schlechtes Bild von Arbeit. Ja, also ich fand das auch schwierig irgendwie, wie es jetzt die Diskussion um Johannes, wo es hieß, Leute unterstützen ihn und dann dieser große Aufschrei kam und eigentlich nur eine Person gesehen habe, die gesagt hat, hey, lasst uns doch mal, oder inzwischen sind es zwei Personen, die auf die Idee kamen, lasst uns doch mal irgendwie ein Spendenkonzept entwickeln, wie wir Vorstände bezahlen können, ohne dass es in der regulären Parteienfinanzierung ist, weil es da noch nicht geht. Also dass so wenig konstruktiv daran gegangen wird, hey, lasst uns daraus was Besseres machen aus diesem Problem und so viel. Aber der nutzt seine Position aus und so weiter. Also wo ich das Gefühl habe, dass unser theoretischer Anspruch, wir haben dieses BGE, wir haben dieses Menschenbild, wir denken, dass die Menschen irgendwie sinnvoll sich betätigen. Und dann kommt ein praktischer Fall, wo jemand eben staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt und sich ehrenamtlich engagiert und dann privat auch noch Unterstützung in Anspruch nimmt und dann gibt es ein Riesengeschrei. Und da erlebe ich eben, frage ich mich, hä, Moment mal, irgendwie passt das nicht zusammen. Also ich möchte mich dem Vorredner anschließen in Sachen, dass wir uns zu sehr darauf beschränken, den Wert einer Tätigkeit in Geld auszudrücken. Ich finde, wir sollten uns eher in unserem Menschenbild verankern, dass wir den Nutzen einer Tätigkeit eines Menschen bewerten sollten für irgendwelche Maßstäbe, die man später für weitergehende Konzepte verwenden kann, die bemessen können, wie weit die Tätigkeit eines Menschen fürs Gemeinwohl gut ist. Da würden wir nämlich zu dem Unterschied kommen wiederum, dass der Müllmann, die Krankenschwester und der Altenpfleger etwas tun wiederum, was einen sehr hohen Gemeinwohlwert hat, aber pekuniär relativ gering vergütet wird, währenddessen ein Investmentbanker, der Hypo-Adria-Alpe-Bank-Transaktionen macht, zwar ein hohes Einkommen hat, aber gesellschaftlich vernichtend tätig ist. Und das könnte man auch in unterschiedlichen Steuersätzen berücksichtigen. Okay, also Vorschlag ist, das über Steuersystem zu machen. Ja. Also ich wehre mich dagegen, dass wir Menschen nach irgendwelchen Wertemaßstäben bewerten wollen. Der Mensch an sich ist ein Wert, Punktum. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass wir sagen,
der hat mehr Wert oder hat weniger Wert. Es ist ein Mensch und das ist der Wert. Dass wir in unserer Gesellschaftsordnung die Koppelung haben von Arbeit an Einkommen, das ist eine gesellschaftliche Koppelung, keine per natura, das lässt sich aufteilen. Sämtliche Überlegungen, die eine Projektion angeben, welchen Wert hat Arbeit von mir aus im Jahre 2050, da würde ich mir mal so ein paar Studien anschauen, die dann deutlich zeigen, dass Arbeit als solches wohl zurückgehen wird. Wenn wir mal reingucken in die Landwirtschaft, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, da gab es in den 50er Jahren noch 20% Landwirte, heute sind es noch 2%. Das können wir durchaus übertragen auf den industriellen Sektor und auch auf den Dienstleistungsbereich. Und wo ist denn der Stress da drin, wenn die Maschinen die Arbeit übernehmen? Der Stress entsteht auch nur dadurch, dass Einkommen daran gekoppelt ist. Und genau das sollten wir entkoppeln. Dann kommen wir auch ein Stückchen weiter. Ja, ich glaube, es geht da nicht nur um Einkommen, sondern auch um einfach Wertschätzung, also um gesellschaftlichen Status, den man sich durch Arbeit erwirbt und wie man einfach auch hinkriegen kann, dass Menschen unabhängig eben von ihrer Arbeit, von ihrem Beruf, von was auch immer, Wertschätzung erfahren. Also ich frage mich da auch, dass wir halt immer, also ihr sagt auch irgendwie Wert für die Gesellschaft und dann ist ganz logisch, dass ein Müllmann irgendwie sehr wertvoll für die Gesellschaft ist, aber wie weit haben wir auch die Toleranz oder wollen die Toleranz haben, dass auch jemand was tun kann, was wir total blödsinnig finden oder einfach nur nichts tun kann und halt, der kriegt dann ja auch das BGE. Also und ich höre halt schon, ich glaube halt, dass es vielen noch schwerfällt, das so weit zu denken, dass es eben auch immer Menschen gibt, die nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, aber trotzdem, genau, dass man trotzdem diese Wertschätzung für andere Menschen eigentlich ja, davon entkoppelt. Nicht nur von Arbeitsplatz, sondern auch von sinnvoller Tätigkeit, weil man selber definiert sie als sinnvoll und der definiert ja vielleicht als sinnvoll, dass er jetzt sich 2 Jahre über irgendwas Gedanken macht oder so. Es ist ein bisschen ironisch, dass ich das als Grüner sage, aber zu sagen, das an moralischen Wertschätzungen zu koppeln, halte ich für sehr gefährlich, weil letztlich entweder man gibt es universell oder man schaltet dieses komplette Moralische dahinter aus. Und das ist auch letztlich die Ironie. Die Grünen argumentieren ja doch ganz gerne mal hin und wieder mit Moral. Ich halte allerdings... Gut. Die zweite Sache... Die Wertschätzung hat auch oftmals was mit Ersetzbarkeit heutzutage noch zu tun. Und da, das kommt bei meiner Partei, bei eurer Partei auch selten noch vor. Klar, das BGE würde das irgendwie schon verändern, aber dieses Thema Ersetzbarkeit und auch das, was das für Auswirkungen auf Menschen hat und auch natürlich auf den Lohn heutzutage, fände ich noch eine wichtige Sache, weil das auch durchaus direkten Einfluss auf die Wertschätzung von Arbeit hat und von letztlich genau der Müllmann zum Beispiel, der ist im Zweifel ersetzbar, weil er nicht die Qualifikation hat, ein Investmentbanker zum Beispiel, um das andere, meiner Meinung nach auch ein eher negatives Beispiel anzunehmen im Vergleich zum Müllmann, er ist eben nicht so ersetzbar, weil er Systeme kennt, die ein Müllmann relativ, also er ist als Person einigermaßen ersetzbar. Ich finde, das ist auch noch ein wichtiges Thema, was man beim Thema Arbeit ansprechen sollte, wo man nachdenken sollte, wie man das eigentlich überwinden kann. Weil das finde ich ein ganz furchtbares Menschenbild, aber am Ende ist es genau die Realität. Arbeitsmarkt bedeutet eine freie Marktwirtschaft auch auf dem Markt und das bedeutet, die Menschen können ersetzt werden. Ja, gerade diese prekären Arbeitsverhältnisse, was ich auch angesprochen habe. Genau. Ja, also es wurde jetzt gesagt, also man solle moralisch das nicht machen, also dem stimme ich schon zu, aber jetzt eben alle Menschen da gleich zu behandeln von der Arbeit her, das ist, finde ich, genauso falsch, weil, wie jetzt auch der Diskurs war, es gibt halt eben den Investmentbanker, der halt vernichtend für die Gesellschaft ist und eben den Müllmann, der ja für die Gesellschaft was durchaus Gutes tut, oder eben Leute, die im Krankenhaus arbeiten und dass man da irgendwie über eine Steuer oder sonst irgendwie eine Anerkennung da macht, das wäre schon nicht komplett verkehrt, weil wenn, also, ja, mir finden jetzt die Worte nicht, ja, fällt mir jetzt nicht ganz ein, aber auf jeden Fall ist es nicht alles gleich, also von der Wertschätzung her, von der Gesellschaft her, und da wäre es schon nicht ganz verkehrt, wenn wir uns da was suchen, wonach wir das ausrichten können, wobei aber Moral halt wirklich ein schlechter Begriff ist. Ja, also ich merke gerade, dass es schon ziemlich schwer ist, finde ich, sich so eine Gesellschaft vorzustellen, in der halt Arbeit nicht so stark im Mittelpunkt steht. Also wenn man sich das mal überlegt,
der Tagesablauf ist irgendwie danach strukturiert, wann man arbeitet und die, es gibt irgendwie diese normalen Arbeitszeiten, wo sich ganz viele Abläufe dran orientieren. Und ja, daran, da merkt man eben, dass es irgendwie ganz schwer ist, sich vorzustellen, wenn Arbeit nicht mehr im Mittelpunkt von der ganzen Gesellschaft stehen würde. Ich merke das so ein bisschen dadurch, dass ich Schicht arbeite, dass ich oft so mit bestimmten Abläufen kollidiere, weil ich irgendwie dann nicht Zeit habe, wenn andere Zeit haben und umgekehrt. Ich glaube, es wollten ein paar was sagen. Wo ist denn das Mikro? Ja. Naja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass zumindest Einkommen ist eine Art der formalen Anerkennung durch Geld, ja. Und das Problem ist doch die Asymmetrie dieser Geldverteilung, dass also ganz unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich Wert gewichten können. Ja? Diejenigen, die über viele Mittel verfügen, können auch viel Anerkennung aussprechen. Und vielleicht ist die Ungleichverteilung dieser Mittel auch ein maßgebliches Problem, um eine sinnvolle Art der Bewertung zu haben. Ja, das ist ja das BGE eigentlich ein Anfang davon, dass zumindest alle grundlegend über Existenzsicherung verfügen. Ja, also ich glaube, das ist durchaus, du hast vollkommen recht, glaube ich auch, aber es ist halt, es ändert ja nichts an der Grundasymmetrie. Nee, ja. Natürlich. Ganz kurz, ich meine, gerade in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, hat man sich doch ganz stark bemüht, das Ganze zu zertifizieren, Berufe. Man hat den Leuten und vor allen Dingen auch den Arbeitgebern vorgegaukelt, dass das Individuum beliebig austauschbar ist. Hauptsache die entsprechenden Scheine, die DEF-Scheine sind vorhanden, die Qualifikationen. Das hat im Prinzip in teilweise Betrieben dazu geführt, dass man Leute entlassen hat und danach wieder andere eingestellt hat mit der gleichen Qualifikation und hat sich gewundert, warum in diesem Betrieb dann plötzlich Wissen verloren gegangen ist. Ich meine, diese Illusion, dass, ich sag mal, die Wertschätzung, die muss sich immer am Individuum und am Menschen orientieren und nicht nur unbedingt an den Berufsgruppen. Und was du angesprochen hast, das liegt ganz einfach an, wie man Geld generiert. Und wenn Geld weiteres Geld generiert, ist es ganz einfach, die Gesellschaft in Schieflage zu bringen. Danke. Ja, also ich bin Informatiker und ich müsste mich eigentlich für meinen Job total schämen, wenn ich nicht an ein anderes Menschenbild glauben würde, weil ich mache eine Arbeit, die Prozesse automatisiert. Das heißt, Leute werden dadurch, weil dass ich Prozesse automatisiere, arbeitslos. Und ich finde aber nicht, dass man das als schlimm ansehen sollte, sondern dass man eben die Leute zu mehr Freiheit auch befähigt dann an der Stelle. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass die Leute trotzdem irgendwie eine Identität über eine, vielleicht eine andere Arbeit oder für weniger Arbeit oder sowas und so. Wir müssen halt uns irgendwas anderes überlegen. Also das BGE halte ich halt für eine sinnvolle Sache und vielleicht gibt es auch andere Konzepte. Also ich weiß nicht, irgendwie, dass du dich schämst für deine Arbeit, finde ich nicht gut. Das musst du nicht tun. Nein, du hast sowas an, du müsstest dich eigentlich schämen. Ich glaube, wenn man das so sagen würde, würde man sich gleich zum Opfer dieser 30 Jahre dauernden neoliberalen Gehirnwäsche machen. Dass nämlich Arbeit prinzipiell etwas Gutes ist und die eben nur entsprechend verteilt werden muss. Jetzt sorgst du dafür, dass die Arbeit von Maschinen erledigt wird. Ja, ist doch geil. Man kann in der Zwischenzeit was anderes machen. Ich finde übrigens wichtig, dass die Piraten ihr Bildungsprogramm daran gekoppelt haben, weil Müslikind hatte gerade diesen Aspekt der Strukturierung des Tages mit reingebracht, ne? Bildung ist etwas, das schützt vor Langeweile. Das hat Sloterdijk mal gesagt. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, weil die Frage ist auch, ob unsere Leute, ich sag mal, reif für ein BGE sind, ohne das in irgendeiner Form moralisch bewerten zu wollen. Aber man ist dann im Prinzip mehr in Eigenverantwortung, weil BGE ist eine zutiefst anti-linke Idee, weil sie eine Investition in Menschen darstellt und nicht das fürsorgende Nähren, dieses Tititainment des Staates, der halt dafür sorgt, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden. In dem Moment, wo ich Menschen BGE gebe, gebe ich Kapital an Leute, die damit was anfangen können. Und da geht es nicht nur um das Einkaufen von Gütern.
Also man sollte den Aspekt wirklich nicht vernachlässigen. Und dass im Prinzip Arbeit vernichtet wird durch Maschinen, ist eine ganz, ganz großartige Sache. Man muss halt nur gucken, die Arbeitskraft, die menschliche, ist ersetzt in dem Moment, aber genauso ersetzt ist mittlerweile der Finanzmanager, weil es gibt viel, viel schnellere Algorithmen im Hochfrequenzhandel. Ich würde eher sagen, der Finanzmanager ist ersetzbarer als der Müllmann. Ja? Schluss. Ja, ich finde es wichtig, dass man, ist das Mikro an? Dass man in Bezug auf das Grundeinkommen nicht mit der Wertschätzung für bestimmte Tätigkeiten argumentiert, weil es geht ja bei der Idee, so wie ich sie verstehe, gerade darum, Arbeit und Einkommen zu trennen. Und das, also meiner Ansicht nach ist der Grund für ein Grundeinkommen schlicht der, dass jeder Mensch Geld braucht. Und zwar unabhängig davon, ob er oder sie irgendetwas Nützliches tut oder nicht. Das ist eben eine andere. Die beiden Diskussionen würde ich gerne getrennt haben. Also Geld brauchen alle, deshalb brauchen wir ein Grundeinkommen. Die Frage der Wertschätzung der Arbeit ist eben eine andere. Und da finde ich es aber dann wichtig, auch über die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit zu sprechen und vielleicht einfach sich vorzustellen, dass wir verschiedene ökonomische Logiken haben. Wir haben eine kapitalistische Logik, die für bestimmte Bereiche eventuell auch ganz gut funktioniert. Produktion von Luxusgütern zum Beispiel. Ja. Es gibt aber andere Bereiche von Arbeit, die notwendig ist, die sich nicht gut kapitalistisch organisieren lässt, zum Beispiel Pflegearbeit. Da geht es ja in der kapitalistischen Logik, könnte man sagen, so eine Pflegekraft ist ersetzbar. Aber wenn man die Arbeit genau anguckt, ist sie natürlich nicht ersetzbar, weil es auch Beziehungsarbeit ist und es für die Menschen, die gepflegt werden, extrem scheiße ist, wenn da jede Woche jemand anders kommt, um diese Arbeit zu machen. Also da müsste man vielleicht den Aspekt hervorheben, der an dieser Art Arbeit eben gerade nicht in der betriebswirtschaftlichen Logik oder sowas organisiert werden könnte. Und diese Vorstellung, dass es eine Vielfalt von verschiedenen ökonomischen Systemen gibt, finde ich da ganz hilfreich. Da gehört zum Beispiel auch sowas wie Subsistenzökonomie. Also ich nehme mir meine Kleider selber oder also die eigenwirtschaftliche Ökonomie. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass diese Vorstellung, dass der Mensch sich über seine Arbeit Identität verschafft, eine männliche Vorstellung ist. Wir hatten bis vor 30 Jahren, gab es noch Hausfrauen, die haben überhaupt kein Problem damit gehabt, sich nicht über irgendeinen Beruf zu identifizieren. Also wir haben historisch schon auch noch andere Arten des Menschseins bis in jüngste Vergangenheit. Nur heute sagen wir das so, dass alle Menschen erst über ihre Berufstätigkeit ihre Identität haben. Aber das, also da können wir auf Ressourcen und Erinnerungen zurückgreifen. Es leben ja noch ein paar Hausfrauen. Vielleicht kann man die fragen, wie sie das gemacht haben, ganz ohne Beruf glücklich zu sein. Ja, ich kenne so eine. Jetzt sind die Kinder von der groß und jetzt hat die ganz schreckliche Komplexe, glaube ich. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer als nächstes dran war. Ich halte Arbeit auch für eine Art von Ideologie im Grunde genommen, von einer Frondienstideologie. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass die Automation erhöht ja die Produktivität und die Frage ist, wie diese erhöhte Produktivität zurückgeführt wird an die Gesellschaft insgesamt. Das Problem ist nämlich, dass diese erhöhte Produktivität ja nicht an alle zurückgeht, sondern eben an denjenigen, denen die Firma gehört. Und damit steigt die Asymmetrie nochmal. Und ich kann das nur nochmal wiederholen, dass diese asymmetrische Beziehung einer gewissen Logik folgt. Und die muss aufgehoben werden. Man muss also zum Teil auf jeden Fall wieder die symmetrische Beziehung erschaffen, damit wieder eine legitime Gewichtung und damit auch eine legitime Bewertung von Arbeit entsteht. Meinst du denn, dass das früher irgendwann mal so war, weil du gesagt hast, wieder? Ja, immer wieder mal gibt es Momente, glaube ich, wo solche Ausgleichssituationen stattfinden. Es gibt aber eigentlich keine Regel für diese Verteilung und das ist auch das Problem, warum wir immer wieder in so Akkumulationskrisen kommen. Ja. Eigentlich bei mir ist ziemlich dasselbe. Wir hatten gerade, der Finanzmanager ist ersetzbarer als der Müllmann. Ja, aber der Finanzmanager findet durch genau das, was am Anfang präsentiert wurde, einen neuen Job in was weiß ich, das vielleicht ein bisschen fachfremd ist, aber nichtsdestotrotz hat er die sozialen Kontakte, hat er die Verbindung und dergleichen, um dann am Ende doch wieder einen sehr gut bezahlten Job zu kriegen. Und der Müllmann sitzt auf der Straße und denkt sich, verdammt, irgendwas ist da echt schief gegangen. Dazu passt außerdem noch die Zweifel, ob die Automatisierung tatsächlich gut ist.
die hätte ich in dem, oder habe ich in der jetzigen Welt auch, weil im Moment wird auf der einen Seite automatisiert, auf der anderen Seite, ihr seid letztlich diejenigen, die die Diskussion wieder hochgebracht haben mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil bislang war die Zielrichtung, ja, wir automatisieren alles, aber wir vergessen leider die soziale Seite oder die Verteilungsseite da dran. Und deswegen bin ich auch gar nicht so unglücklich darüber, dass ihr das als Piraten auch einfach mal ein bisschen intensiver angestoßen habt, damit da auch vielleicht mal in dem Bereich ein bisschen was passiert. Und über diesen Arbeitsbegriff halt irgendwo hinwegzukommen. Also ich freue mich übrigens jedes Mal über Automatisierung, wenn ich eine Waschmaschine benutze und erinnere mich, dass meine Uroma, meine Urgroßmutter gesagt hat, die Waschmaschine war die größte Erfindung in ihrem Leben. Martin McLuhan, das elektrische Feld hat die Frau befreit. Oh ja, genau. Ach ja, genau, also ich will jetzt mal was ganz Offensichtliches hier mal sagen, aber ich denke, um so auch ein bisschen uns auf den Boden wieder zu holen, viele von uns sind ja auch von fiktionalen Narrativen beeinflusst, war auch generell auch dieser BGE-Gedanke, Abschaffung der Arbeit, wie wollen wir unsere Welt organisieren, nachdem sehr viel Automatisierung vorangeschritten ist, haben wir ganz platt auch sehr viele Geschichten in der Popkultur, das typischste ist Star Trek. Da hat man einen Captain Picard, der mit seinem Raumschiff rumfliegt, wo es darum geht, sich zu verbessern, in neue Welten vorzubrechen, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. Aber man denkt nie daran. Genau. Und es wird nie von einem Gehaltscheck von Picard gesprochen, dass wenn er nach Hause geht und was kriegt eigentlich der Data? Und gleichzeitig kam dann bei Star Trek dieser monetäre Aspekt bei Deep Space Nine rein, wo es einen diese sehr kapitalistischen Ferengi gibt mit ihren Erwerbsregeln und dann diese Konfrontation zwischen dem jungen Ferengi und Siskos Sohn, der sagt, ja, ich habe kein Geld, unser Volk hat's abgeschafft, das Geld, aber ich möchte jetzt diese Karte für meinen Vater ersteigern. Und man hat dort eben diese Konfrontation gesehen und auch darüber nachgedacht, ja, wo wollen wir hin? Wollen wir jetzt Leute sein, die sich verbessern, die kein Geld mehr brauchen? Oder wollen wir uns weiterentwickeln mit Kapitalismus? Und da wird einem quasi in diesen Shows sozusagen fast wertfrei gezeigt. Wie kann ich das für mich weiterspinnen? Wie kann ich erstmal es mir vorstellen, wie das gelebt wird, abseits von theoretischen Diskussionen, die wir jetzt hier haben? Ich denke, das ist ja das Wichtigste, was wir uns irgendwie behalten sollten. Ja, ich glaube, das ist echt eine spannende Frage, wie wir auch unser Leben gestalten können, wenn Arbeit nicht im Mittelpunkt steht, was auch Nick vorher gesagt hat, so vielleicht sind die Leute auch nicht bereit dafür. Also ich glaube, dass man es eigentlich auch gar nicht gelernt hat, ohne so eine äußere Strukturierung jetzt von Schule bis Studium, Arbeitsplatz zu leben. Und dass das ja vielleicht auch total spannend ist, irgendwie in der Richtung weiter zu überlegen, wie man sich gut betätigen kann, sich weiterbringen kann ohne dieses Arbeitsverhältnis. Ja, oder wenn man noch einen Schritt weiter denkt, bei Charles Stross, Accelerando, verlieren die Menschen auch teilweise auch ihren Körper und sind als Datensätze unterwegs und in so einer Art Second Life oder wie auch immer virtualisieren sie sich irgendwelche Räume, in denen sie rumagieren als Datensätze und sich auch kopieren können. Und man irgendwann auch sagt, was mache ich, wenn mein Körper nicht mehr da ist, wenn ich nur ein Bewusstsein sein bin. Ich möchte hier nochmal die Arbeit der Hausfrau ansprechen. Also ich denke mir, jeder, der Hausarbeit macht, beziehungsweise gerade der sie nicht macht, wird erkennen, was das für eine Arbeit und was für eine Aufgabe das ist. Und ich denke mir, die Wertschätzung kommt daher, wenn du weißt, was Hausarbeit ist, dann kannst du diese Arbeit ja auch durchaus einschätzen. Gleichzeitig möchte ich dir auch nochmal sagen, dass Geld eigentlich nichts ist, sondern Geld ist ein Ausgleich für ein Leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, damit eigentlich alle Gesellschaftsmitglieder von
den Produkten und den Dienstleistungen dieser Gesellschaft profitieren können. Geld ist, ich sag mal, ein Mittel, was sich über die Jahrtausende entwickelt hat, um dort einen Ausgleich zu finden. Und gerade in komplexen Gesellschaften hat Geld die Verteilungsrolle übernommen, die gerade in kleineren Gemeinschaften, wie beispielsweise Dorfgemeinschaften, gar nicht vonnöten war. Also da würde ich mal kurz dazu sagen, dass mit dem, wenn das so ist, wie du sagst, dass das Geld so eine Funktion hat, dann müsste eigentlich die Zeiteinheit gleich viel wert sein für alle. Also dann müsste ja jeder für die gleiche Zeit gleich viel Geld kriegen, wenn es so ist, wie du gesagt hast. Ja, aber es ist ja nicht der aktuelle Zustand in unserer Gesellschaft. Acid und Antje, da, oder darf sie kurz antworten, weil es gerade direkt... Ja, komm da. Ja, ich wollte nur gerade sagen, du musst mir natürlich nicht erklären, dass Hausfrauen gearbeitet haben, das ist natürlich sowieso klar, aber sie haben eben nicht im Sinne der Erwerbstätigkeit gearbeitet und nicht innerhalb dieser Logik, dass der Beruf die Identität der Person ausmacht, sondern, und darum geht es ja, es geht ja eben nicht darum, nach der Abschaffung dieses Erwerbsarbeitsmodells nichts mehr zu tun, sondern wir sind ja dabei, andere Arten des Tätigseins zu erfinden, ja, also wie kann ich sozusagen unabhängig von dieser Selbstidentifikation meines Berufs und des damit zusammenhängenden Geldeinkommens trotzdem ein zufriedener Mensch sein, der sich selber für was wert hält? Und ich glaube, in dem Sinn können wir, also habe ich das gemeint, den Vergleich. Ich wollte nicht sagen, dass Hausfrau nicht gearbeitet. Ja, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich denke, das Ding ist, wir brauchen einen neuen Arbeitsbegriff und genau das ist dieses BGE-Ding, was ich jetzt einfach auf und auf Zunge bringe. Also Geld ist ein Mittel, um Produktionsgüter und Macht von unten nach oben zu verteilen. Und das ist aber, das ist eigentlich ein anderes Thema. Ja, nein, das ist alles zu viel zu komplex jetzt hierfür. Ja, also das Ding ist ja eigentlich zum einen, dass man einen neuen Arbeitsbegriff braucht, also dass auch einfach Arbeit als Arbeit anerkannt wird, die bei uns momentan nicht als Arbeit anerkannt wird. Und zum anderen einfach damit auch so ein bisschen mal der gesellschaftliche Wert davon, wenn wir Arbeit anders definieren, einfach mal klar ist. Weil in dem Moment, wo wir mehr Zeit haben, uns auch um Kunst und Kultur zu kümmern, ist es auch einfach eine viel größere Lebensqualität. Und eigentlich genau das ist das Ding. Das ist ja auch deswegen, das finde ich ja um Automatisierung ja so toll. Also ich bin ja auch Informatiker, ich habe ja genau dieselbe Probleme. Und deswegen finde ich das eigentlich diese Chance, dass wir irgendwie mal zu einem besseren Leben bringen können, irgendwie. Ja. Also erstmal glaube ich nicht an diese Idee der Unbeschränktheit, ja? Dass irgendwann der Moment ankommt, wo wir dann alle irgendwie so Star Trek-mäßig durch die Welt fliegen. Weil im Grunde genommen ist es ja so, dass wenn wir irgendwie höhere Produktivität haben, einfache Prozesse, dann entsteht natürlich wieder Langeweile oder Freizeit, ja? Und wir können sozusagen unsere Zeit neu binden. Aber wir suchen dann auch genau danach. Also sozusagen das nicht zu tun, ist eigentlich fast eine Unmöglichkeit für uns. Das ist der Tod. Und von daher glaube ich einfach, dass allein schon die Idee der Nichtbeschränkung eigentlich nicht der Punkt ist, sondern die Idee einer Bewegung, wo Beschränkungen immer wieder aufgelöst werden und dann neue einsetzen, durchaus sinnvoller ist und realistischer ist. Und deswegen auch der Arbeitsbegriff vielleicht auch falsch ist, ja, weil der Arbeitsbegriff, wie gesagt, der ist an die Automation, dann verlieren wir alle Arbeitsplätze, oh mein Gott, natürlich nicht, nein. Wir kriegen mehr Freizeit wieder zur Verfügung und können unsere Potenziale wieder neu binden. Ja, also wir müssen weg von dieser, wir verlieren etwas dabei, sondern wir gewinnen dabei Freizeit, wir gewinnen dabei Entscheidungskraft. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das so gemeint war, dass wir da irgendwann real in so einen Zustand kommen. Ich finde das ganz lustig, weil ich glaube, viele Leute sind so ein bisschen, ich habe das schon oft erlebt, auch im linken Milieu, so, wo man dann so eine Zukunft erschafft, in der die Leute so, keine Ahnung, in so einer Welt leben, wo alles immer permanent da ist. Und natürlich ist dann der letzte Zweck, wir suchen neue Welten. Ja, tatsächlich. Aber das heißt auch wieder neue Beschränkungen.
Und das wird immer ausgeklammert. Das wird immer in dieser Weltvorstellung ausgeklammert. Das ist so eine Art langweilige Utopie. Man kann auch sagen, wer im Himmel lebt, bringt sich um, weil es so unglaublich langweilig ist. Du meinst so irgendwie, wenn man so davon redet, man will auf einer schönen Insel leben oder so, dass es eigentlich dort gar keine Tätigkeit damit verbunden ist, was man dort Konflikt, macht. Kein Konflikt, kein Kontrast, nichts zum Reiben, keine Entscheidung. Es ist langweilig. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand auf der... Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand auf der Rednerliste war, aber ich glaube, manche kriegen Hunger. Und also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen nachgedacht. Und vielleicht denkt ihr auch dran, wenn wieder auf Twitter jemand ganz komisch ist, dass der vielleicht im ganz anderen Ende von diesem Bild da von euch ist. Und dass man gucken kann, was eigentlich wie wir eigentlich uns die anderen Menschen bewerten, beurteilen oder ob wir das überhaupt wollen. Dankeschön. Applaus